Die Sims 4 hat ein neues Update erhalten, mit dem neben kleineren neuen Objekten und massig Farbalternativen auch das Was man seht-Event verraten wurde. Als erstes wurde die Auswahl der Torbögen mit dem gestrig erschienenen Update ein wenig erweitert, bei denen nun auf Basis der bereits vorhandenen noch mehr Ausführungen und unterschiedliche Wandhöhen bereitstehen. Ähnliches ist auch für diese vier verschiedenen Bars passiert. Alle gab es vorher entweder nur in 2 oder 4 Kästchen breit. Alle Längen sind seit dem letzten Update vorhanden. Und auch beim Bodenbesprühen ist etwas passiert. Hier gibt es einige neue Bodenbelege, wie zum Beispiel diese kleinen Steine in verschiedensten Farbvarianten. Aber auch neue Gras- und Blumenoptionen sind mit hinzugekommen. Und eine größere Baumodusergänzung ist endlich drin. Ganze 650 neue Farbalternativen wurden für verschiedenste Basisspielobjekte implementiert, die vorher eher spärlich mit bunteren Versionen bestückt waren. Hier im Hintergrund seht ihr einige davon. Besonders hervorzuheben, das Hipster-Hacker-Sofa und simplizistische Einfachheit haben sehr knallige Farben erhalten. Besonders erfreulich, dass diese Möbel mit ehemals nur hässlichen Farben nun richtig nutzbar sind. Aber die wohl spannendste News, das schon bald startende Was man säht-Event wurde jetzt offiziell angekündigt. Tatsächlich handelt es sich diesmal nicht um ein Einlog-Event, sondern erfordert das Spielen im Live-Modus. Ab dem 24. September um 16 Uhr startet die Herausforderung, bei der ihr ab da im Live-Modus vom Sensenmann kontaktiert und nach eurer Hilfe gefragt werdet. Das ganze Event läuft 8 Wochen lang, bei dem ihr jede Woche 2 Quests absolvieren könnt. Jede vervollständigte Aufgabe bringt euch Punkte ein, mit denen ihr die 13 Belohnungen, die es insgesamt gibt, beanspruchen könnt. Unter anderem gibt's hier die neue Grundstücksherausforderung Schrecksucher. Besonders erwähnenswert ist definitiv, dass die Objekte im Vergleich zum letzten Mal auch wirklich frisch erstellt wurden. Besonders gefallen mir auf jeden Fall diese gruseligen Augen. Scheinbar bekommt man als Belohnung ebenfalls diese sogenannten Knochenhasen, die total niedlich aussehen. Ihr könnt auch, falls ihr in einer Woche das Event verpasst haben solltet, in der nächsten die Belohnung nachholen. Alle Belohnungen werden jetzt auch an euer EA-Konto geknüpft. Die Aufgaben scheinen auf dem Screenshot nicht wirklich schwer auszusehen. Lassen wir uns mal überraschen, welche Dinge hier dazu zählen werden. Und noch eine weitere tolle Korrektur. Endlich wurde an der Performance geschraubt. So soll die Sims 4 wohl nun insgesamt schneller laufen und weniger Arbeitsspeicher benötigen, was gerade im Live-Modus bei der Simulation der Sims positive Auswirkungen haben kann. Anscheinend sollen auch die Ladebildschirme ein wenig kürzer geworden sein, vermutlich aber eher minimal. Ansonsten wurde noch ein riesiger Schlag an verschiedensten Fehlern behoben, von denen ihr hier einige im Hintergrund seht. Was denkt ihr über das Update? Welche der kleineren und größeren Änderungen hat euch überzeugt? Also dann bis zum nächsten Video.